Moin Leute, Sterzig hier. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Genau, das ist immer mein Intro, jede Woche. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder hier in Dead by Daylight mit der Sülze. Sauer. Kann ich bitte aussprechen? Danke. Ja, warte kurz. Nein. Ich bin wirklich sauer. Seit 2 Wochen gucke ich auf deinen Kanal, da steht 199.000 Abonnenten. Können die jetzt bitte mal alle abonnieren? Das geht mir auf den Sack. Na gut, ihr habt's gehört, Kalle sagt's. Papa, ja, schade. Mir reicht's. Papa Kalle weiß, wie es geht. So, wir sind zurück hier in Dead by Daylight. Es ist wunderbar. Und ihr seht schon, was wir heute zocken. Ich will es den Leuten noch nicht teasern. Ich überrasche die mal. Oh, ich bin sein Clown. So, und das sind meine Perks. Ich habe meine Kamera jetzt hier unten hin gemacht, damit ihr sie nicht mehr seht. Also, dann seht ihr die nicht mehr, aber ihr seht sie ja jetzt. Damit ihr die Kamera nicht mehr seht, so außerhalb des Bildes. Ja, richtig witzig, oder? Ja! So, wir haben einen Kommentar, ja, den ich heute hier für euch mal einblende. So. Und zwar auch für euch, Leute. Kommentar von Markus Wegesreiter. Markus Wegesreiter. Jo, Sterzig. Orangener Nebel macht dich schneller, violetter Nebel macht dich langsamer. Oder macht die Spieler langsamer, sorry. Ah, okay. Also, ich habe ja letzte, Clown, ne? Genau, ich habe letzte Folge ja erklärt, es gibt zwei verschiedene Dinger, die man jetzt Cocktails. Werfen kann. Cocktails, ja. Richtig. Und es gibt, also da war ich noch nicht so ganz sicher, was es ist, aber der Markus Wegesreiter hat es mir geschrieben. Denn der orange Nebel macht mich schneller und der violette Nebel macht euch langsamer. Das wird witzig. Der orangene Nebel macht die Survivor aber auch schneller. Oh. Ah, okay. Ja, und wenn du beide wirfst, kontert sich das aus. Okay, sehr interessant. Gut, ich werde damit mal ein bisschen spielen. Also keine Überraschung. Doch, ist trotzdem aber Überraschung. Aber den Kinder spiele ich jetzt nicht. Ist trotzdem Überraschung, ihr werdet sehen. Gut, ja, ich würde sagen, wir drücken bereit. Kannst du einfach irgendeine Map auswählen, die wir vielleicht jetzt nicht hatten? Ja. Zack. Geil. Fertig. Stark. Indoor. Danke, Henno. Super. Bitte Abfahrt. Indoor. Bitte nicht Indoor. Es ist leider an dem Bild nicht zu erkennen. Ah, ich glaube, ich kann filtern nach Indoor und Outdoor. Naja. Naja, so, Spiel geht los. Naja. Ich trinke mal einen Schluck Wasser, naja. Ja. Besser für Sterzig. Sterzig, sag mal, warst du mal letztens wieder auf Twitter? Was geht denn da so? Ach du, momentan tatsächlich noch gar nichts. Mhm. Aber ja, gestern bei der Folge von Henno habt ihr schon gesehen, es gibt ja den Hashtag, oder wir versuchen jetzt ja ein bisschen mehr mit euch zu interagieren, deshalb auch... Deshalb versuchen wir jetzt auch mal öfters einfach auch mal die Kommentare mit einzubinden hier auf YouTube. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch Twitter ein bisschen vorantreiben, den Hashtag Sülze. Und gerne einfach von jedem Video, was jetzt diese Woche von der Sülze kommt, gerne einfach mit der Clip-Funktion von YouTube, das seht ihr unten rechts unter dem Bildschirm quasi, so ein kleines Scherensymbol, glaube ich. Da könnt ihr eure Lieblingsstellen klippen und die gerne einfach auf Twitter hochballern mit dem Hashtag Sülze. Und dann schauen wir da ab nächste Woche mal rein, was so der geilste Clip war oder was da so für geile Clips entstanden sind. Imagine so alles, also richtig viele Leute machen das, ja. Aber es ist alles unlustig und wir merken so, scheiße, sind wir einfach ein Haufen Dreck. Alter. Warum ist wieder 5? Ich habe eigentlich 3 gerade ausgewählt. Ich habe wahrscheinlich nicht gespeichert, sorry. Ja. Macht nichts. Oh, da sind wir wieder. Ja, aber dann sehe ich sie mal Survivor, so cool ist. Ja, na klar, das finde ich super. Ey, spielst du den Clown? Alter, wie du es verrätst. Ey, Max, du bist die Obsession vom Cloud. Kannst du in deinem eigenen Video wieder nicht so viele Geräusche machen? Das heißt, du hast ja diese komischen Krallen um dein Gesicht rum, links in der Liste. Das heißt, er hat irgendeinen Perk dabei, was eine Obsession ist und das kann verschiedene Effekte haben. Mhm. Wir wissen halt nicht, was er hat. Okay, ich habe ihn ein bisschen. Also, ich beschäftige ihn, ja? Ja, Gen Rush. Ich seh dich. Oh, ja, Gen Rush. Falsche Richtung. Oh nein. Wenn man diesen hässlichen Clown spielt, ne? Ich block ihn! Oh nein! Alter, du bist einfach ein Hühnchen. Ja, Bock, Bock, sag ich doch. Bock, Bock. Bock, Bock, Motherfuck. No! Oh, guck mal! Das erinnert mich an dieses TikTok. Oh mein Gott! Sterzig! Was? Ich liebe. Der fette Hobbit! Der fette Hobbit! Bist du ein einfach verbal Bums, Digga! Bullied.
Gebullied. Alter, ich muss mich erstmal auch wieder auf der Map hier. Also, ich bin jetzt in einem Haus und finde die Tür nach draußen nicht. Oh, danke, Kalle. Das tut ja, so gut, deine Berührung. Mm, Maschallah. Awesome. Oh, perfekt, Kalle. Sehr gute Berührung. Richtig schön den Finger ins Arschloch gesteckt. Ja, na klar, aber du musst doch nicht gleich rumholen. So, jetzt müssen wir aber los. Wie ist aus dem Licht gewonnen hättet? Ich hab keine Ahnung. Weil einfach, das war einfach ein Frustschwung. Hör auf, wer ist hinter mir her? Wer ist nicht mehr hinter mir her? Ja, er holt jetzt Papo. Okay, dann brennt ich hier. Erstmal no joke, ich weiß nicht warum. Also ich kann mich ja auch nicht drehen, während ich dich aufhebe. Nee, das fällt mir gerade auf. Was war das denn jetzt? Hast du ein Gockelkostüm? Ja, natürlich habe ich ein Gockelkostüm. Das ist ja das Witzige, das war ja die Überraschung. Chase einen anderen, er chase einen anderen. Der übelst nice. Lass mal, So, jetzt zieh ich hier die Scheiße aus. Nee, ich weiß wirklich nicht, ich müsste jetzt mal in die Kommentare schreiben. Warum konnte er mich gerade one-hitten? Vielleicht wegen... Schreibt's in die Kommentare! Ja! Oh, oh, so nicht, so nicht, so nicht. Ich bin halt voll in ihn reingesprintet und dachte so, ich bin ein Held. Und dann wollen wir hier direkt? Alles andere. Ich spawn immer woanders. Ja. I know. Ich muss es nur erstmal wieder in meiner Großhirnrunde auffrischen. Oh, hier, oder? Ah, der ist schon an, ne? Ja, der ist schon an. Großhirnrunde. Großhirnwunde. Okay, er hat mich jetzt laufen lassen. Ja, ich hab dich laufen lassen. Das ist cool, das ist korrekt. Also, ich kann auch keine Generatoren treten irgendwie. Doch, du hast getroffen. Nee, kannst du nicht, weil du Hex Ruin hast. Ah. Das setzt automatisch zurück. Okay. Durch das Loch. Perfekt. Soll ich dich einmal heilen? Kannst du gerne. Kannst du gerne, klar. Oh, wir kriegen ein Problem, glaube ich. Ja, chillig. Chillig. Ich muss erst mal einen Weg hier runter. Oh. Warum exposst du unsere Scheiße? Ja, wir kriegen das hin, Leute. Ja, Familie. Familie, Familie. Ne, Familie. Okay, dann kommst du dir, viel Spaß. Jo, hab ich. Schön, Familie, Familie. Hätte ich echt gedacht, voll, warum, gibst, warum passt du ihn zu mir? Hab ich doch gar nicht. Was? Ich bin noch ganz woanders. Oh, Hand of Blood. Hand of Cuck. Geh nach links, abgepasst. Zu spät. Der Staffelstab. Ja, viel Spaß. Wir drehen noch eine Runde, Sterzig. Okay. Sehr gut. Okay. Wir drehen noch eine Runde. Eine! So, jetzt Max, jetzt kannst du dich verziehen. Oh, er war links. Alter, ich werd hier. Ich werd hier gleich noch wild. Ich werd hier noch zur wilden Wutz, ne? Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin! Oh! Nee, aber jetzt ist vorbei. So, Freunde, wo ist denn der nächste Jenny? Ja, Max, ich brauche dich nicht wiederfinden. Keller ist gleich fertig. Oh, Scheiße, du. Komm her hier. Nee, jetzt reicht's mir aber auch. Ja, irgendwann aber ist eine halbe Stunde mit dir. Bist du heiß? Gibst du mir deine Eier? Ja, klar, Digga. Alter, Digga. Ja, er hat einige am Gürtel. Tut das Snow? Ja, das ist die Frage, ne? Tut das Snow? Kalle, das Loch. Das ganz große Loch. Ja, aber will ich da rein? Da sind Krokodile unten. Ja. Ey, ich mein Waschbären. Das ist nicht gut! So schon mal gar nicht. So, du hast doch was gewählt. Alter, war das beschissen. Das war die Rache, Max. Naja, eigentlich, ja, eigentlich war es ja richtig gut gedacht. Ja, ich hätte mich nur ganz... Ausgeführt auch exzellent. Ja, dass er sich halt nochmal umguckt. Er hat mich halt ganz kurz geblockt, ne? Und deshalb habe ich mit... Oh yeah! Oh, warum heulst du? Die Doppelmassage. Okay, ich bin jetzt schon zweimal gehangen, das heißt, ich spiele es defensiv. Warum heulst du? Wir brauchen nur einen. Habt ihr unten den fertig? Ja, ja. Ich habe Zeph gerade gemacht. Ich blocke mit dem Buddy. Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Der hier ist fertig. Oh mein Gott. So geht das nicht. Oben im Haus ist auch fertig. Links oder rechts? Links oder rechts? Hier links. Aha. Der ist fertig im Haus. Okay. Aber sind hier mehrere? Nee. Boah, ist er unten? Ich muss auf der anderen Seite, muss noch einer sein. Ja.
Schade. So. Oh, hängt ihr im Keller? Oh no. Ja. Niemand hängt im Keller. So, jetzt die Frage. Okay, Seth, kommst du klar? Oder wie ist wo das? Kann ich dich aufhängen? Ich komme generell nie klar. Gut, Kalle, ich hab hier was. Oh nice, ich hab keine Ahnung, wo ich rauskomme oder dich aufhängen kann. Ja, das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, ja. Jake, komm raus! Hinten raus! Was machst du? Ey, Kalle, alles gut, Digga? Ich hab ja, ich in wusste den reingehofft, er hat mich nicht gesehen. Alter, zwei Instants. Max, alles gut, Digga? Ey, Digga, musst du jetzt nicht den machen. Ach, schau, Digga. Oh, Leute. Meinst du, er kommt? Ihr könnt doch nicht einfach... Dings. No! Oh, oh. Ich höre irgendwen schreien. Oh, nochmal. Oh, jetzt bist du schneller, ne? Nee, noch nicht. Die Checks hab ich denn hier? Chris, du schreit da hin die ganze Zeit. Ja, aber die hingen beide noch nicht. Das ist nice. Ah, das war, glaube ich, nicht gerade genug. Nee, das war leider scheiße. Nicht. Ich hab keinen Winkel. Ja. Winkelgasse, Digga. Winkelgasse. Geil, Kalle. Gute Nummer. Na, das macht doch nichts. Scheiße. Was ist denn eigentlich mit dem letzten Der Gen? Läuft jetzt in die Richtung von Max, glaube ich. Machen wir fertig? Ja, ne? Ja, wir ziehen durch. Ich hol Papo. Mach durch, mach durch. Nice. Ich hab dieses komische Ding dabei. Oh, Vorsicht, hau rein. Gar kein Ding. Max, du bist der Einzige, der schon zweimal hin. Gar kein Ding. Wollen wir nicht? Komm her. Ja, mach dein Fläschchen ready, Vorsicht. Wir kriegen das hin. Jo. Nicht jetzt panicken, Freunde. Boah, voll weggeknattert. Warum liegt ihr da alle rum? Ja, weil ihr beide hergekommen seid. No, fuck! So. Ich bin jetzt tot. Also, es reicht mir auch langsam. Ja, wir haben halt gewonnen. Und dann kommt die es beide reicht mir. So, das Beste kommt zum Schluss. So, Seth. Du gehst mir schon auf den Sack. Da war ich Scheiße. Noch klein. Ich bin jetzt im Himmellein. Nicht dich heilen jetzt. Ja, wenn ich jetzt auch liege, sind wir tot. Herauswinden. Ich winde schon. Ja, der Glasspiel, das ist leider abgelaufen. Schade. Machst du mal auf da? No, fuck! So, zack, auf. So, Klein Papo war hier irgendwo, da. Ey, das ist so unlucky, dass du mich als letztes hochhebst. Nee, oder? Das ist nicht unlucky, das ist verdient. Wo bringen wir dich hin? Es hat leider nicht wirklich was in der Nähe. Ne? Zumindest nicht wirklich. Aber das kriegen wir hin, Papo. Ah, es kann aber sehr, sehr knapp Alter, werden. Seid ihr am Auslaufen. Jo. Oh, knapp. Das war richtig close. So. Also wirklich richtig close. Das Ding ist, ich weiß ja noch nicht, wie das heißt, das mit dem Glassplitter. Wenn er mich als erstes hochgehoben hätte, hätte ich ihn einfach gestunt und dann wären wir alle rausgekommen. Hör auf. Ey, ihr müsst euch aufteilen. Ey. Das ist einfach nicht möglich. Oh, du hast den Finger, deswegen. Ja, natürlich habe ich den Finger. Ah, das habe ich nicht gecheckt. Das ist der Finger? Ja, anscheinend. Wenn du jemanden direkt triffst mit der Flasche, bist du One-Shot. Ja. Oh, es läuft ja doch plötzlich noch ganz okay. So. Ja, wir haben am Ende... Als ihr habt Team, richtig reingeschissen. Ja, aber du davor dafür, Digga. Ja, aber ordentlich. Also die Hausnummer, die musst du rausschneiden, ne? Das ist ja das Geile, so. Ich kann ja einfach schneiden. Der Eingang ist auf 99, hol ihn runter, wir gehen direkt raus. Ja. So. Ja, aber ich fand, das war aber trotzdem noch eine ganz witzige Runde. Ne? Ja. Klar. Also kann man sich nicht beschweren. Die ging auch echt ein bisschen, oder? Nee, aber... Nee, na gut. Das war so... Als Überlebender habe ich... So. Ja, immerhin ein. Also zum Schluss habe ich auch noch ein bisschen aufgerissen. Das war ganz schön dumm. Aber das Kostüm ist schon geil, oder? Müsst ihr ja, aber gestehen. Ja. Das ist komplett, Bro. Das Kostüm war. Ich finde es schade, bei Dead by Daylight gibt es irgendwie zu wenig solcher ausgefalleneren Kostüme. Ja, true. Ich glaube, wenn wir jetzt direkt noch eine starten, wäre super. Ja, ja, dann lass noch eine machen. Willst du nochmal Killer? Ja, gerne. Nochmal Killer. Ich hab tatsächlich Anfang der Runde sehr wenig gearbeitet mit diesem Verschnellerungstrang. Das heißt jetzt ready up, ready up. Abfahrt. Also ja, das ist auch mechanisch dann schwierig, wenn du das
time-mäßig wechseln Ja, ich hatte es einfach jetzt so die ganze Zeit nicht gemacht, aber es war tatsächlich ziemlich worth. Also man ist halt wirklich deutlich schneller dann. Ich habe 100% Winrate heute, Leute. Ich ist mir machen. Egal, Kalle. Darum geht's auch gar nicht. Ich einmal bereit. Man muss auch Spaß haben. Aber bitte, warte mal. Na, jetzt haben wir die gleiche Map wieder, ne? Ja. Scheiße. Ja, dann gehen wir nochmal schnell raus vielleicht. Ja, ja. Das wäre, glaube ich, gut. Das kannst du ja rausschneiden. Da musst du ja schneiden, Mann. Ja, das ist dann halt so. Ja, mach mal einen Cut. Krass. Ja, hier sind wir wieder. Cut wurde gemacht. Ja, Leute. Dafür will ich Likes sehen. Für den Cut? Ja, ja, für den Cut. Ich meine, ich editiere ein Video von einem Uncut-Video. Verstehst du, wie ich meine? Ja, das ist schon eine Leistung. Schafft nicht jeder. Eben. Eben. Ja, ja. Ich werde es wahrscheinlich nochmal am Anfang einblenden, aber wir haben gerade festgestellt, es gibt nicht bei jedem Kanal die Clip-Funktion. Weil wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben, ihr sollt bei unseren Videos alle klippen. Ne? Ansonsten, ja, mal gucken, wie wir es machen. Ne? Ansonsten vielleicht einfach reinschreiben oder den Link. Also wir werden dann generell bei dem Hashtag Sülze aktiv. Genau. Ne? Aktiv. Alter, ach, stimmt, das war die Map mit dem Weltrekord, wo du uns in sieben Minuten gemacht hast. Ja. Okay, ja, Abfahrt. Oh, nicht schon wieder. Ja, oh nein. Was habt ihr denn erwartet? Mit seinem Clown. He was a clowny boy. Also ich muss sagen, man merkt schon sehr, dass Seth ein gutes Replacement war. Zu Gnu. Meinst du skilltechnisch? Rein skilltechnisch ist er halt insane. Ey. Ich bin wieder der Erste, der ihn sieht. Mascherano ist einer der prägendsten argentinischen Spieler. Ich bin mit ihm am Shack. An der Killerhütte. Shack. 1-2, 1-2. In the place to be. Gen Rush, let's go. Alter, Hefe. Auf die Hütte. Hey, es ist voll unfair, dass es nicht dunkel ist. Dann sieht er uns ja viel besser. Okay. Karl, ich habe noch einen Gen gefunden. Okay, ich komme. Großartiger Fähigkeitscheck. Aber ich muss sagen, der Clown ist ein sehr fairer Killer, muss ich sagen. Ach, er ist bei mir in der Haupthütte in der Mitte der Map. Mhm. Der macht doch eigentlich Fun. Okay, er geht aber man muss ein bisschen strategisch spielen mit diesen Flaschen, das muss man üben. Das ist halt ein bisschen kompliziert, weil man auch die Abstände abschätzen muss. Ja. Komm her, Süße. Halt Alter, wie dieses Hühnchen dem Typen hinterher rennt. Ich wünschte, das würde so klingeln oder Map machen jedes Mal, wenn er auftritt. Also, Stetzig, wir haben jetzt schon den zweiten. Ich habe ein Problem. Also, er ist immer noch hinter mir her. Ja, ja, wir machen ja vielleicht einen Gen. Die Situation spitzt sich zu. Oh mein Und Gott. Und jetzt hat er mich huckepackt. Auf die Schulter. Und jetzt werde ich dich an den Haken packen. Macht er nix. Bringt er nix. Das halt so ist, ne? So, zack. Oh ja. Das nenne ich die Mordsonate. Ey, warte mal. Sterzig, du hast ja ein Totem dabei. Das mache ich mal weg. Ja, mach das. Wollt jemand Henno? Ja, mach ich gleich. Achso. Aber ich muss dann sofort wieder an Jen, weil der setzt sich zurück. Ja, sehr gut. Sorry, sonst geht der ganze Gen hier lost. Naja, Stetik wollte ja eine schnelle Runde, ne? Nee, ich glaube, ich hab Rune jetzt weggemacht. Also Rune sollte jetzt weg sein. Achso, stimmt, der ist weg. Ja, ich bin doof. Ey, der kommt zu euch. Max, komm mal her. Ist bei mir. Ja, ich renne und er wird jetzt auch in die Richtung rennen. Achso, ja, gut. Oh, er ist hinter uns her. Ja, okay, ich kann einen tanken. Ist nicht mehr bei mir. Warte mal, Max, vertraust du mir? Klar. Ja, ihr beiden Süßen, hm? Dritter Gen gleich fertig. Ja, dritter. Ich hab ihn gestunt. Süß. Oh, hallo. So nicht, mein Lieber. Nö. Nö, da werde ich nicht lang gehen, kannst vergessen. Oh Mann, Sterzig, das wird hier aber nichts mit dir für heute. Glücke dich. Ich habe auch Kalle tatsächlich letztes Spiel nicht einmal gesehen gefühlt. Ja, doch einmal hast du was nach mir geworfen. Du hast mir auch aufgehangen. Nice. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Kalle ist immer richtig. Ich glaube, von allen ist er so der wirklich am
meisten Gens rusht. Er sagt es ja auch immer. Generator Rushing, ja. Ja, weil wir die ersten Wochen damals, als Rennst wir gezockt haben, nichts hinbekommen haben. Weißt du, Max, komm mal zurück. Aber hier ist... Okay, check hat Papo. Ist okay. Dann stürzen wir uns auf den letzten Gen. So, den da in der Ecke? Papo, der sieht echt lecker aus. Okay, er ist bei mir. In der Ecke? Ich bin jetzt wahrscheinlich gleich Knock. Achso, ja. Nee, da. Achso, da hinten. Ja, gut. Achso, der ist... Ich guck mal, ob ich... Da läuft der rein. Oh, ich weiß nicht wo. Aui. Komm mal her. Du hast mich ja nie gesehen, deswegen ich da bin ich nicht rechtzeitig. Nee, so geht das nicht. Alter, du siehst ja so ugly aus. Ja, ich weiß, danke. Danke, danke. Danke, Digga. Wir kriegen das hin, Seth. Oh ne, das schaffst du nicht. Kalle, du hast Max. Ah, er schafft's. Ich häng selber am Haken. Ach so. Aber er nur am. Mach doch nichts. Er macht schon wieder Cocktails. ey. Ey, Mojito bitte zum Mitnehmen. Und Schokolade. Er ist genau hinter dir. Vorsicht, er kommt. So, Kalle. Oh, ich bin wahrscheinlich jetzt nochmal weg. Jo. Und. Das war es dann auch schon wieder. Na, ärgerlich. Okay, er rennt weiter, Vorsicht. Das ist ärgerlich. Er kommt zu dir, Max. Jo. So, Max. Hast du Adrenalin dabei, Kalle? Ich bin an ihm. Glaub nicht. Okay. Weil ich habe jetzt gleich den letzten Gen fertig. Komm her. Jetzt. Klapp. Seth macht sich hier gerade richtig schön heile. So, das kriegen wir auch noch hin. Verdammt. Ja, so ist das. Ne? Aber es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Es ist gar kein Problem. Es ist kein Problem. Es ist, ich schwör dir, es ist kein Problem. Ja, ist okay. Ist okay. Es ist kein Problem. Sind wir tot? Nein, es ist kein Problem, sagte ich. Das ist kein Problem, ne? Glaubt mir ruhig, es ist kein Problem. Er hat noch seinen Free-Dings. Er hat noch seinen Free. Und. Ich habe jetzt extra deswegen 500 Mal gesagt, weil er seinen Free vom Haken hat. Er kommt. Du kannst einen tanken, ne? Nein. Dann bin ich tot. Nein, du hast. Ich hab Borrowed Time. Was heißt das? Nicht mehr. Ich komme. Hab ihn gestunt. Sehr gut. Auch geradeaus, Max. Da ist das Tor. Ihn gestunt. So, und Abfahrt. Das werdet ihr nicht tun. Ja, jetzt rechts. Du mit deiner Clowns-Visage. Jetzt nochmal rechts. Sehr gut. Kalli. Hä, du bist an mir vorbeigegangen, du Idiot. Nein, oder? Hä, doch, oh, du blödes Arschloch. Ja, Seth, hau rein. Und der Rest hau haut rein. Wahrscheinlich in die andere Tür, wa? Oder? Was? Oder? Ich bin bei der anderen Tür, ja. Oder? Wo ist einer? Max, du warst doch eben noch mit Seth. Ich weiß doch, dass du hier irgendwo bist. Dummes Arschloch. Alter, was? Warum werde ich jetzt hier gefrontet und beleidigt? Nee, alles gut. Ah, da ist er. Blöd, Mann. Ah! Komm her hier. Ich habe nämlich noch was zu tun mit dir. Aber nicht auf den Haken hier. Nee, nicht auf den Haken. Kannst du sabotieren. Blenden. Warum seid ihr tot? Ich will nämlich endlich noch einen Finger essen. Weißt du, jetzt war ich hier Navi. Willst du auch mal lutschen, Christo? Willst du auch mal? Gib mir auch was ab. Hier, in deinen Mund. Nee, Christo, wir spielen jetzt noch mal ein Spiel, okay? Jetzt werde ich hier von meinen Mates aufgegeben. Wir spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht. Okay. Pflicht ist, dass ich dich töten darf. Und was ist Wahrheit? Und Wahrheit ist eine Wahrheit halt. Dann nehme ich Wahrheit. Warte, ich zeig dir was, ja? Komm mal mit. Na gut, ich komm mit. Hab ich dich verarscht, du Arschloch? Nein! So, was wolltest du mir zeigen? Ich wollte dir einen Schrank zeigen. Nö, den will ich nicht sehen. Lieber hänge ich dich auf. Na gut. Blödes Arschloch. Du siehst scheiße aus. So.
Das hat mich ja schon geprickelt in meinen Schultern. Magst du Ostern? Ja. Das wäre nämlich Wahrheit gewesen. Das wäre nämlich Wahrheit gewesen. Ja, perfekt. Geil. Das ist auch gut. Also die Runde war wesentlich länger als die von Max damals, sagen wir so. Ja, damals. Damals. Ja, doch. Geil, neulich. Freunde. Das war super. Vergesst nicht, schreibt viele Kommentare. Zack. Votet geile Kommentare nach oben, wenn ihr Bock habt. Und Hashtag Sülze. Hashtag Sülze auf Twitter. Und letztes Wort geht an Papo. Vielen Dank fürs Einschalten. Twitter, Sülze, raus. Gut. Ja, danke.